Und schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch Pizza backen. Viele kennen ja die Carbonara-Soße, die ja zu Pasta-Gerichten gereicht wird. Ich war in Italien im Urlaub und da gab es eine Pizza Carbonara. Ich musste sie gleich kosten. Es war dann eigentlich meine Leibspeise dann dort unten, wo wir dann Pizza geholt haben. Und da habe ich gedacht, die muss ich mit euch verfilmen, weil die ist sowas von mega lecker. Und wir legen auch gleich los. Wir benötigen 350 Gramm Wasser. 10 Gramm Hefe. Mein Wasser und die Hefe werden jetzt 2 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 erwärmt. 2 Minuten. 37 Grad Stufe 1. Meine Zutaten sind jetzt erwärmt. Als nächstes fügen wir 600 Gramm Pizzamehl dazu. Es gibt so ein Päckchen zu kaufen, steht auch Pizzamehl drauf. Wer kein Pizzamehl zu Hause hat, kann auch ganz normales Weizenmehl Typ 405 nehmen. 600 Gramm Pizzamehl. Das wäre in Italien das Typ 0. Also wenn ihr mal in Italien Urlaub macht, dann könnt ihr auch das Mehl Typ 0 euch besorgen. Zwei Teelöffel Salz. Und 20 Gramm Olivenöl. Diese Zutaten werden jetzt 5 Minuten auf der Teignetzstufe zu einem schönen geschmeidigen Teig verknetet. 5 Minuten. Teig und los. Meine 5 Minuten sind jetzt vorbei, wo der Teig geknetet worden ist. Ich habe mich gewundert, wo ich den Pizzabäckern zugeschaut habe. Die haben nämlich ihren Pizzateig in so weißen viereckigen Kisten gehabt. Da haben wir immer gedacht, Mensch, der Teig gehört ja in den Kühlschrank oder sonst irgendwo hin, ne? Aber das gehört einfach so. Der Teig wird jetzt nicht umgefüllt, dass er gehen tut, sondern ich habe das schon für euch vorbereitet. Der Teig wird sofort in 6 gleiche Teile geteilt. Und danach werden sie geschliffen. Das kennt ihr ja, das Schleifen von den Brötchen kennt ihr ja von meinen anderen Videos her. Auf eine Arbeitsfläche geben, auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche geben und ein Handtuch drüber legen und es bei Zimmertemperatur 2 Stunden gehen lassen. So sieht jetzt mein Pizzafladen aus. Der Backofen ist auf 250 Grad Ober- und Unterhitze mit meinem Pizzastein schon in dem Backofen. Den Hefeteig werde ich jetzt umfüllen und in den Kühlschrank geben und den lasse ich dann bis morgen im Kühlschrank drin. Ihr seht, ihr könnt das auch super vorbereiten. Und dann morgen, wenn ich meine Pizza oder nochmal Pizza mache, werde ich sie dann auch in 6 gleiche Teile teilen.
falten, schleifen und 2 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen. Der Teig lasst sich auch gut 2 Tage vorbereiten, dann reduziert ihr aber die Hefe auf 5 Gramm. Ihr seht, ihr könnt ohne Probleme diesen tollen Hefeteig super mit wenig Hefe vorbereiten. Zum nächsten Schritt, wie ich die Pizza bearbeiten tue und belegen tue, hole ich euch näher zu mir her. So, ihr Lieben, hier ist mein Teigfladen. Hier drunter habe ich etwas Grieß gegeben unter meine Arbeitsfläche. Und jetzt wird ganz einfach unser Pizzateig bearbeitet. Die Italiener rollen nicht, sie drehen's. Muss auch gar nicht so schön rund sein. Das kriegt man dann mit der Zeit schon raus. Also wir zupfen und ziehen praktisch unseren Pizzateig. Pizza braucht Zeit, so wie der Teig auch Zeit braucht. So. Ich würde sagen, so ist es okay. Nur ein bisschen. Also ich habe jetzt auch nicht länger gebraucht, wie wenn ich jetzt mit meinem Nudelholz da ausgerollt hätte. So. Dann nehme ich jetzt meinen Holzschieber. Gibt dann noch ein bisschen Grieß drunter, dass mir später der Teig schön runterflutscht auf meinen heißen Stein. Dann belege ich ihn. Und zwar habe ich hier passierte Tomaten mit etwas Basilikum. Also Basilikum klein gezupft und einen Tag drin ziehen lassen. Gehen wir jetzt so auf die Mitte. Und verstreichen ihn. Hier habe ich in meinem Mixtopf 2 so Boller Mozzarella 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Gebe ich jetzt auch drauf. Die Italiener tun ja unten praktisch aufs Tomatenmark den Käse. Dann habe ich hier noch Bauchspeck, den gibt es schon in so Scheiben geschnitten, einfach in 4 Teile geteilt. Geschnittene Zwiebeln, die habe ich halbiert und in der Stärke
geschnitten. Kommt jetzt in die Mitte. So sieht jetzt meine Pizza Carbonara aus. Ich werde sie jetzt bei 250 Grad Ober- und Unterhitze auf den heißen Stein geben. Wenn ich sie raushole, hole ich euch zu mir zurück. Ihr hört es, ich hole jetzt die Pizza raus. Sie war genau, Moment, ich mache schnell aus. Sie war jetzt 7 Minuten bei 250 Grad Ober- und Unterhitze im Backofen. Na, dann spiegeln wir mal, wie sie ausschaut. Und wie sie duftet, schaut mal, Moment, ich muss mit der anderen Hand, schaut mal, wie kross die unten ist in 7 Minuten. Ich tue das mal auf meinen Teller. Ich versuche es euch so nochmal zu zeigen. Das Eigelb ist etwas flüssig noch, also es ist nicht ganz roh und es ist auch nicht hart gekocht, außer ihr redet jetzt nur länger, dann ist es hart. Ihr seht, rucki zucki, es duftet, die Zwiebeln, der Speck, ich habe keine lätschige Pizza, ich habe wirklich eine große Pizza. So sieht sie aus. Probiert es einfach. Ich fand sie mega, mega lecker, war eine meiner Lieblingspizzas mit dem Ei, also mit der oder Pizza Carbonara. Wie gesagt, testet es, ich liebe sie, ich gebe sie jetzt mal. Mann, der hockt schon hungrig am Tisch und wartet auf seine Pizza. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.